Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzalza. Nochmal mit mir alleine. Immer noch die Vishu und der Esther sind auf dem Server und ja. Seit der letzten Folge ist nicht mehr so viel passiert. Ich habe halt nochmal jetzt hier dieses Feld hier komplett abgerissen und jetzt hier rüber verfrachtet. Na, kann man dich schon mal ernten und ne, immer noch eins sieht raus. Ich könnte vielleicht mal so ein paar Teile wieder verarbeiten, damit ihr mal seht, was man da so rausbekommt. Also hier mal schnell so 16 Kohle. Oder hier fast ein Stack Redstone. Dort ist schon nicht ohne. Machen wir nochmal hier diesen Essence das fertig. Wir nähern uns dann ja auch schon bald den nächsten Strong Essenzen, die wir brauchen, da wir ja auch Kühe anpflanzen wollen. So, zwei brauchen wir noch und dann haben wir. Aber ich muss sagen, man bekommt da schon einiges zusammen. Wenn man das hier auch nicht betreibt, das Feld, und wenn die beiden dann mal wachsen würden, hier. Ja, dich meine ich hier. Ja, du sollst wachsen. Ja, du bist wachsen. bitte was? Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nochmal schauen, da ich ja auch auf Funkcraft gehen wollte und man auch die Shards anbauen kann per Magical Crops, wollte ich mal gucken. Hier in Fuse Ciao. Ja. Dann wollte ich mal gucken, dass ich in 20 Jahren mal diese Seeds anpflanze. Aber ich wollte ja auch noch auf ein paar andere Magie-Mods gehen, wie zum Beispiel Witchery oder Blood Magic. Und da wollte ich dann heute schon mal ein bisschen mit anfangen. Und wo haben wir ein Blood Magic? Da, Blood Magic, Alchemic Wizardry. So, Blood Magic, was ist das für ein Mod? Es ist ein Magie-Mod, der sich auf Blut bzw. Lebensessenz spezialisiert hat. Und dafür brauchen wir halt den hier, diesen Blood-Altar. Der ist nicht so ganz billig, der kostet schon 2 Gold, ein bisschen Stein, Ofen und Dia. Aber das soll sich auftreiben lassen. Ofen habe ich glaube ich noch über, weil ich einen gebraucht habe für das Achievement. Kommen die Kapplas Blocks hier, die brauche ich nicht mehr, die kann ich mal verbrennen. Und natürlich fehlt mir jetzt noch ein Cobblestone. 1, 2, 1. Und dann sollten wir auch schon alles haben. 1, 2, 3, nehmen wir nur kurz selber raus, weil das, so wie das aussieht, wird das nicht reichen. Ne. Oder? Das wird knapp, das wird scheiße knapp. Ich sag bloß, das reicht jetzt wirklich. Dann bin ich baff. Oh, das hat echt gereicht. So, wir brauchen hier den Blood-Altar. Wie gesagt, brauchen wir Stein, Gold, nee, der Ofen war da, Gold und ein Dia. Und wir haben den Blood-Altar. So. Den setze ich dann jetzt mal hier so hin, weil dann wollte ich mir hier so eine kleine Monsterfalle mit da oben Spawnern reinlegen. Aber was brauchen wir noch? Wir brauchen so ein... Nee, doch, wir brauchen den wie Blood, aber dafür brauchen wir das sogenannte Sacrificial Knife. Weil wir ja Leben opfern müssen, um überhaupt an Blut zu kommen, müssen wir erstmal ein bisschen was investieren. So, jetzt bin ich aber gerade immer überlegen, hier dieses Deck of Sacrifice kann man... Ne. Also man sieht jetzt hier schon Blood-Altar Tier 2, also der ist auf verschiedene Tiers aufgebraucht, dieser Blood-Altar. Und ja. Gut, wir brauchen nochmal ein Gold, einer. Weißt du was? Wir gehen jetzt erstmal schlafen, weil ich würde das dann doch lieber gerne erstmal die Monsterfalle aufbauen. Ah, da ist er also auch schon schlafen.
Ey, du Scheißhuhn, scheiß hier keine Eier aus. So, dann gehen wir jetzt auf den anderen Magie-Mod, den ich mir mal anschauen wollte. Dann habe ich wenigstens mal einen Grund halt für Blood Magic. Und zwar wollte ich auf Witchery auch noch gehen. Und um da anzufangen oder darauf was wirken zu können, braucht man den sogenannten Altar. Aber da fängt es schon an. Da brauchen wir hier Exhale of the Horned One, Breath of the Goddess, Rovenwood, und das hier zu bekommen, dafür brauchen wir so ein Roven Sapling. Und dafür brauchen wir Mutandis. Was ist Mutandis? Ich sehe gerade, dass wir das doch noch gar nicht so machen können. Dafür brauchen wir Hint of Rebirth und dafür müssen wir ein. Ja, und ich bin super vorbereitet, merke ich gerade, weil Witchery ist ein Mod, der sich sehr auf Natur spezialisiert hat. Und mir fehlen gerade komplett die ganzen Baumarten. Ich habe hier nur Oak Sapling, so eine Birke. Gut, dann machen wir gerade eine kleine Planänderung. Schmeiße ich mal gerade drei in den Ofen. Komm. Ne, kein Lapis, ein Eisen. Und dann heiße es mal kurz. Können wir den Witches Oven machen? Ja, den können. Den könnten wir machen. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14. Machen wir den Witch's Oven schon mal. Und. Hallo! Hello! Willkommen bei der Aufnahme! Mein Yay! Name ist Alfred! Wer hat je eigentlich wieder in die Birne geschissen? Ich weiß es nicht. Habe ich dich gerade gestört, etwa? Nein, 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 nein. Als würdest du stören. Nur zur Info, ich Komm hab mal gerade so. rein. Hm? Ich dachte, ich komme mal rein. Oh, guck mal, Admin ist online. Ich war gerade so ein bisschen am Erklären, wie man mit Witchery anfängt, und mir ist dann aufgefallen, dass ich mal wieder total unvorbereitet losgegangen bin. Weil mir ja noch die Ja, wie ganzen immer. Baumarten fehlen. Oh. Ja, ich hab das total verpeilt. Aber irgendwie weiß ich dann jetzt auch nicht mehr so wirklich, was ich machen soll, außer jetzt loszulatschen und die ganzen Baumarten immer zu suchen, weil mir fehlt eigentlich nur noch Spruce und. Ich weiß gar nicht, braucht man Jungle so oft? Ich weiß das gar nicht so genau, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ah, oh, okay. Ich sag jetzt mal jein, also. Ich weiß auf jeden Fall, dass man. Sammelt schnell, halt sehr, sehr häufig die Spruce Saplings braucht. Auch schon direkt am Anfang für Mutandis. Naja, es war ja irgendwas. Shrub of Ink. Oh, aber nice. Weil ich eben auch nochmal kurz geschafft habe, ich habe nochmal schnell ein Eisen und ein Kohle und ein Obsidian-Seed geschafft. Aber die müssen sich jetzt erstmal so ein bisschen vermehren. Ich wollte die ganze Zeit Wein machen. Aha, kommt der Alkoholiker wieder zu Gesicht? Ja. So, jetzt haben wir hier den Witch's Oven. Den knacken wir erstmal hier so in die Ecke. So, und dann noch ein Ei ausgeschissen. Kann man immer gebrauchen. Du nicht. So, Witch's Oven. Was sagt uns das Interface? Interface sagt, da oben steht Witch's Oven. Und hier kann man irgendwas verbrennen. Also. Man verbrennt halt hier ein Zapding, in dem Fall für das Mutandis. Brauchen wir Hint of Rebirth. Dafür brauchen wir ein Spruce Zapding, der hier verbrannt wird. Ein Clay Jar. Und dann bekommen wir Wood Ash raus und manchmal Hint of Rebirth. So, wie kriegt man diese Clay Jar? Relativ einfach, das ist einfach so ein Soft Clay Jar und die werden so gebraucht. Und da steht ein Huhn auf dem Hexenofen. So muss das sein. Das Huhn will sich opfern. So, machen wir mal gerade einen neuen Eimer. Was ist los? Habe mir gerade den Kiefer irgendwie verrenkt. Beim Gähnen. Auch nicht schlecht. Hört man auch selten. Ja, ist ja Großmaul und so, ne? Oh, so schwer habe ich es ja, glaube ich, gar nicht mit den Spruce Saplings. Wenn ich recht sehe, habe ich da drüben sehr viele. Und wenn ich jetzt Pech habe, sind das die ganzen
Sind da die Echsen noch und das sind Redwood. Weißt du, dass ich so ein dezentes Gefühl habe? Was dass die Partikel von Botania hier, von den ganzen Blumen, dass die so ein bisschen dafür sorgen, dass der Server leckt. Warum? Kommt mir auf jeden Fall so vor. Nö, eigentlich nicht. Oh, okay. Dann habe ich noch eine Waffe. Und ich habe mal Glück. Wow. So, Spruce Wood. Doof, 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 doof. Spruce Wood. Da-da-di-da-da. Also. Ich schätze mal, du wirst auch nochmal auf Witchery gehen später, ne? Ja. Wenigstens mal anschauen. Irgendwann mal. Irgendwann mal schon. Ja, auf jeden Fall brauchen wir halt eine richtig große Fläche für Bäume, weil das ist echt nicht ohne. Weil ich habe mir das schon mal bei einem anderen Let's Player angesehen und was der da für eine Fläche braucht, das ist Wahnsinn. Ach, da sieht man gerade auch richtig schön diese Truhe, die ich eben meinte. Die steht einfach so ein Block auf dem Wasser. Ja, wie das hier so ein bisschen mit der Welt gerendert wird, ist ein bisschen witzig. Hat man ja schon in der ersten Folge gesehen. Ja, die Kantenabschneidung. Haben wir auch noch. Oh, Jungle Leaves. Was ist denn das für ein Wetland? So, ich will mal erstmal ein bisschen noch hier meine Hühner und so mal kümmern. Ja, kümmere du dich mal um deine Chicks. Haben gerade die Hühner von dem Pferd die Leine abgerissen. Ernsthaft. Das ist aber nicht schlecht. Kann passieren. Na, ich habe mir ja schon so schön zwei große Rucksäcke gebastelt. Ja, ich habe immer noch den einen vom Anfang. Ja, ich habe einen kleinen braunen, einen großen weißen und einen großen schwarzen. Da bin ich dann wie bescheuert, habe ich erstmal Spinnen getötet, um die Seile zu kommen, die Fäden. Ich will das wahrscheinlich auch noch über Magical Corps lösen. Fällt dann doch sehr angenehmer später. Ja. Weil du musst halt wirklich einfach nur abbeenden und hast dann keine Ahnung, wie viel das Sphinx und Lizard. Hier kommt nochmal eine Fackel hin. Da kommt nochmal eine Fackel hin. Kommt mal eine Fackel hin. Ich hab keinen Bock mehr, dass hier irgendwelche Viecher spawnen. Ja, ich werde, glaube ich, euch bald eine Magnum Torch machen. Zack. Haben wir schon einen Jungle Sapling? Jungle Sapling. Und einen Willow Sapling habe ich wo. Woher habe ich denn den? Habe ich Willow Wood abgebaut? Nö. Was haben wir hier? Hier ist eine sexy Höhle. Aber du willst nicht wissen, vor dem Fall ein Akt war, an diese scheiß Hühner ranzukommen. Warum? Sag mal so, die waren locker knapp 300 Blöcke von mir entfernt. Da habe ich momentan so mit Schafen das Problem, dass ich immer so weit laufen muss. Wenn du das nächste Mal bei mir bist, kannst du dir mir ein Safari-Netz machen und dann welche mitnehmen. Ja, ich habe ja ein paar Safari-Netze, aber trotzdem nervig. Ja, okay. Okay, hier hat irgendeiner ein Willow Tree anscheinend ab. Oder war ich das gerade eben? Hä? Ich hab doch kein Willowwood im Inventar. Ich hab da nur Spruce. Nicht hinterfragen, einfach akzeptieren. Naja, einfach machen, ne? Einfach machen. Ah, Potty ist wieder in seine Skyrim-Sucht verfallen. Ich habe noch genug Leder, um noch einen Rucksack zu basteln. Ja, ich habe auch noch genug Leder, um noch ein paar Kühe zu pflanzen. Ja, ich muss mal gerade so ein bisschen meine Kistenproblematik ein bisschen abändern. Ja, ich muss mir irgendwann auch nochmal ein Lager bauen. Weil so geht das nicht richtig wirklich weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich auf AE gehen soll, weil AE2 gefällt mir echt gar nicht mehr. Nein? Nee. Ich finde die Idee einfach nur noch. Okay, die Idee an sich, dass man sich hier die ganzen Sachen pressen muss mit diesen Platten, ist eigentlich recht cool, aber
dass man die dann finden muss über über Meteoriten. Ist das dein Fall oder was? Ne, das ist überhaupt nicht mein Fall. Also wenn, dann würde ich das auch sofort bauen und nicht noch 20 Meteore absuchen und dann alles zusammenzufarmen. So. Ich sollte vielleicht auch mal so ein paar Spruce-Zeplings mal setzen. Ich schätze mal zwei sollten es. Pflanze ich mal hier einen und da. Habe ich tatsächlich nur einen Jungle Sapling. Den vermehre ich dann auch mal direkt. Nochmal was Magical Food reinstopfen. So. Wir könnten dann nochmal kurz diese Soft Clay Jars machen. Die gehen so. Haben wir 40 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Und ab in den Ofen. Eins war noch drin. Okay. Ach, wünschen wir da noch ein paar andere Dimensionen? Bitte? Hm? Nochmal. Ich habe gerade gefragt, dass Switch wie auch noch ein paar Dimensionen hat. Ich weiß es gar nicht. Also ich sehe auf jeden Fall hier beim, wenn ich auf Witchery gehe, hier Spirit Portal und Torment Portal. Weil ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es hier halt die Dimension an sich, dass man in die Traumwelt gehen kann. Hm. Finde ich auch echt cool gemacht. Aber von mir wusste ich es auch noch nicht. Weil ich jetzt halt nur noch weiß, dass man sich hier diese Vertrauten beschwören kann, dass man mit einer Eule und so rumlatschen kann, das finde ich auch noch recht interessant. Muss ich mich schon mal reinlesen. Ja, da hatte ich auch irgendwas mitbekommen. Nehmen wir noch was Holz und verbrennen wir mal 4 Spruce Saplings. In der Hoffnung, schon mal was zu bekommen. Ich könnte derzeit schon mal eine Truhe machen und dann schon mal das ganze Witchery-Zeug, was ich hier habe, aus den Truhen rausholen und dann mal wieder ein bisschen mehr Platz zu machen, weil da geht's auch nicht weiter. Hint of Rebirth haben wir schon, perfekt. Wo der ist? Da kriegen wir sogar noch ein zweites. Und? Ah, oh, ne, schade. So, Hint of Rebirth haben wir schon mal. Was haben wir hier noch? Einen Ton drin. Belladonna. Belladonna Seeds, Icy Needle, Water Artischocke, Wool of a Bed, Mandrake, Snowball Seeds, Mandrake, Witch's Hand. Also der Mod ist eindeutig vielfältig von den Sachen, die man da braucht. Ja. Hm. Ich meine, wo bitte brauchst du, um weiterzukommen, eine Hundezunge oder Wolle von der Fledermaus? Oder ein Creeper-Herz. Das wird auch noch lustig. Können wir vielleicht sogar noch das erste Mutantes machen? Gut, echt gut. Ja, das kriegen wir sogar noch hin. Jetzt muss ich halt nur noch den Kaktus raussuchen. Da, machen wir gleich mal zwei. Einmal. Tormentstone. Altar wird halt richtig cool. Weil der ganze Bot ja auf die Flüche basiert ist. Und ich glaube, die Vishu wird mich sogar noch mehr hassen, wenn ich dann eine Voodoo-Puppe von ihr habe. Bin ich mal gespannt. Ja, ich hatte auch schon mal über dich gehabt, aber dann war sie so ein bisschen am. Ja. Mhm. So, jetzt brauchen wir die Wood Ash in der Mandrake. Hint of Rebirth sollten wir jetzt alles haben. Ja, sieht gut aus. So. Mandrake, Ei, Bone Meal, Wood Ash, Cactus Green und Hint of Rebirth. Ah, Mutandis, perfekt. So, gehen wir dann schnell schlafen. Ja, ich stehe gerade neben meinem Bett, weil ich gerade meine Kisten sortiere. Gut.
Gracias. Weil ich habe ja hier gerade ein total wirres. Nehmen wir nochmal 1, 2, 3. Dachte ich mir schon. Kenne ich aber. So. Ich brauche noch eine Schere. Kann man eigentlich auch eine Schere aus Alu machen? Bitte sag mir ja. Weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Cheers. Ivan, Ivan. Elementium, haben wir nice. Mana Steel. Ja, okay, ich habe auch jetzt auf jeden Fall schon Unstable Ingots. Inver. Ja. Gut. Muss ich dann nochmal 2 Ivan einschmelzen. So, in der Zeit kann ich ja schon mal kurz nach draußen. Was kann Mutandis? Wir haben hier Mutandis und ein Oak Sapling. Wenn wir jetzt damit richtig drauf machen, verwandelt sich das. Dandelion, wollen wir nicht. Hä? Also. Ja. Das waren Spruce Sapling, aber obwohl. Ne, wir haben ja noch. Dandelion. Woven Sapling, perfekt, den wollen wir. Kriegen wir schon das andere? Lilypad? Oh, ein Deadbush. Schade. Aber, das finde ich jetzt mal recht cool, dass wir jetzt schon einen Woven Sapling haben. Das ist so ziemlich einer der wichtigsten. Weil aus dem Woven Sapling bekommen wir logischerweise das Woven Wood und wenn wir den verbrennen, was kriegt man daraus? Ja. Bekommen wir Riff of Magic. Ist auch einer der wichtigsten Zutaten. Ich glaube, den Woven Tree pflanze ich jetzt auch schon mal direkt an. Gerade so ein bisschen am Längen, ne? Nö, bei mir nicht. Bei mir schon. Also bei mir hängt es ja schon ein bisschen hinterher. Wer ist denn hier gerade online? Wie schon ist er? Also bei mir leckt es nicht. Okay. Gut, tun wir jetzt die mal weg. Mal kurz husten. So, wieder da. Drei. Das mit dem Husten ist ja auch bei mir wieder so geil. Meintest du ja, ich soll endlich mal was machen. Ja. Mir ist erstmal so nach 4 Tagen eingefallen, dass ich ein Headset, also ein Mikro habe, was ich einfach so komplett leise drehen kann. Oh. Ja. Ich habe mir davon schon 3-mal eine gegeben. So. Dann wird jetzt eine Kiste gemacht, die ich abschließen kann. Ah, können wir nochmal Mutantes machen? Ah, wir haben ja keinen Hint auf Rebirth mehr. So. Aber wir könnten nochmal gucken, ob wir die Spruce Saplings nicht nochmal was gepusht kriegen. Sehr schön. Ich glaube, ich mache echt mal dafür eine Lumber-Ex, dass das schneller geht. Lol. Ich habe mir noch Stein gemacht. Was? Lumber-Ex aus Stein. Ach, das geht ja jetzt auch wieder. Ja. Natürlich geht das. So, genau. Die Nuggets brauchen wir mal eben. Das darf jetzt nicht wahr sein, dass ich so gar keinen Sapling daraus bekomme. Alter, ich habe einen ganzen Baum verloren. Also ab jetzt? Ja. Ich stelle den mal ein bisschen hier rüber. Cool. Ich habe jetzt meine Kiste abgeschlossen und ich habe den Schlüssel in meiner Tasche. Das heißt, die Kiste kann keiner mehr öffnen. Okay. Dann sind dann so meine Sachen drin wie Diamanten, Emeralds, Enderpearl, Iridium-Ohr und sowas, weißt du? Weißt du, was ich hab? Ich hab einen Rowan-Tree.
gibt das eigentlich für ein Holz, wenn man das farb? Oh, kann man auch mal nehmen. Sieht auch nicht schlecht aus. So. Ja. Mal ein bisschen kaputt. E-Ring nochmal nachschauen, okay. Ich könnte auch einen Master Key machen. Der schließt alles auf. Perfekt, neuer Woven Tree. Woven Sapling. Bekommen wir vielleicht noch eine Sapling dazu. Wäre recht sexy. Crafting Station von Better Storage. Warum ist das denn da? Okay. Oh, die würde ich aber gerne auch mitnehmen. Woven Berries. Ich weiß gar nicht, wofür man die eigentlich braucht, aber alles mitnehmen. Sehr schön. Zweiter Woven Sapling. Pflanzen wir mal hier hin. Und vielleicht mache ich hier so die Stelle vom See trocken, dass ich hier ein bisschen mich mit den dunklen Flüchen auseinandersetzen kann. Und dunkle Rituale vollführen. Zum Beispiel hetzen wir dem Sigurin den Dämonen auf den Hals. Ne? Bist schon echt froh, dass du mich auf dem Server gelassen hast, ne? Wenn wir den Dosch mal 5000 Mal erstmal töten. Ach ja. So. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen Holz anbauen. Ich habe da noch ein bisschen wenig von. Ja, bei mir ist genug Holz. So, jetzt habe ich schon mal wieder 3 Saplings gepflanzt. Soll ich aber echt gerne mal so einen haben, dass ich mal was verbrennen kann und vielleicht mal Mutantes machen kann. Aber das sieht eher schlecht aus. Ah ne, hier ist noch einer. Kommt da noch einer raus? Wo habe ich denn jetzt mal in den Setzlinge geschmissen? Da haben wir sie doch. Pflanzt du eigentlich auch nochmal Erze von Magical Crops an? Ja. Wieso? Hab mich nur mal interessiert. So, und dann mal ein Spruce Sapling verbrennen und kriegen wir noch ein. Eins. Und. Nep, kriegen wir noch eine Wood Ash. Schade. Na gut, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal bei Sigurin vorbei, der wird sich auch mal freuen. Und denkt dran. Aber den das gerade ist und schmeckt gut, ne? Ja, genau. Ey, das ist mein Spruch. Nein. Mein Spruch. Und ich beende jetzt mal ganz schnell die Folge und bekomme dann mal eine Copyright-Klage von Sigurin in die Fresse. Bis dahin. Tschö. Tschö.